Hallo Herr Buchwald, bei welchem Verein haben Sie denn als erstes gespielt? Als erstes habe ich in der Jugend angefangen beim SV Wannmal, also beim ganz, ganz kleinen Verein. Dann bin ich über Plitzhausen nach Stuttgarter Kickers, den Verein kennt wahrscheinlich schon jeder, und dann bin ich zum VfB Stuttgart. Welcher war Ihr magischer Fußballmoment in Ihrer laufenden Karriere? Bitte, jetzt habe ich was. Welches war der magische Moment in Ihrer Fußballkarriere? Ich glaube, man hat nicht nur einen magischen Moment, man hat mehrere magische Momente. Einmal, wenn man seinen ersten Profivertrag unterschreibt oder wenn man zum ersten Mal in der Mannschaft ist. Aber mein größter Erfolg war natürlich die Weltmeisterschaft 1990, und das war das, an das ich mich natürlich am liebsten, am schönsten erinnern werde immer. Welcher ist denn Ihr Favorit in der deutschen Bundesliga? Ja, Favorit ist mit Sicherheit Bayern München wieder. Also glauben Sie, dass Bayern München die Weltmeisterschaft gewinnt? Glauben Sie, dass Bayern also gewinnt die Weltmeisterschaft? Die deutsche Meisterschaft. Die deutsche Meisterschaft. Ich denke schon, dass Bayern München deutscher Meister wieder wird, ja. Und sind Sie der Meinung, dass Fußballspieler also Vorbilder auf dem Platz und in der Öffentlichkeit sein sollen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat dadurch, dass man sehr viele Fans hat, dass jeder den Fußball anschaut, soll man sich auch vorbildlich verhalten. Und deswegen ist es, glaube ich, auch unheimlich wichtig, gerade für die Jugend, dass man da keine Ausraster hat oder dass man sich da falsch verhält. Das ist nicht gut, dann ist man kein Vorbild. Also sollte auch ein Profispieler, ein bekannter Nationalspieler oder auch Bundesligaspieler sich immer vorbildlich verhalten. Natürlich geht es nicht immer, aber man sollte es versuchen. Okay, und wie glauben Sie, spielt HSV gegen St. Pauli? 1-1. Okay, vielen Dank fürs Interview.